Da rudert er dann auch zur Schiffsmühle hinterher. Ja, ist das die Black Pearl? Ja, servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, wisst ihr vielleicht schon gesehen habt, ich bin herüben in Ort an der Donau. Bei der Mühle haben wir da wieder eine kleine Runde rausgesucht und die möchte da laufen. Wetter ist so lala. Im Augenblick viele Wolken, aber ja, das sollte mir nicht so stören. Also, schauen wir mal, was wir sehen. Ja, schaut da schon relativ urig aus. Macht sie gut. Ja, wir gehen da jetzt den Weg durch ein bisschen durch den Wald. Ja, es dürfte da auch geregnet haben. Bei uns hat es vormittag auch geregnet. Ist da ganz schön feucht, aber ja, angenehm. Und was mich wundert, ich habe noch keine gegessen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es wieder so bleibt. So war es eh schön angenehm. Ah, der Weg dadurch ist echt schön. Schön verwachsen alles. Echt top. Ja. Was habe ich vor? Na, ein bisschen eine Tour machen. Nein, noch nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber ich will gern eine Kleinigkeit essen. Da habe ich heute Besonderes mit. Hui, schaut der gut aus. Ja, und ich habe heute ein Stück Leberkäse dabei, den haue ich mir ein bisschen ins Pfandl. Ein Scheibentoastbrot. Die will ich auch schauen, ob ich den Pfandl so ein bisschen bräunlicher kriege. Und ja, Kaffee ist eh klar. Ist schon schön da. Ich zeige euch jetzt, dass ihr was davon habt. Das ist wirklich schön zum Durchrennen. Echt optimal. Da ist auch noch ein Backerl. Aber gut, da sieht man halt nicht viel, weil alles verwachsen ist. So, wir sind jetzt angezweigt auf dem Weg. Da ist auch noch gestanden Naturbelass. Also aufpassen, wenn Äste runterfallen oder sonstiges. So, da fallen näher wir uns die Straßen, da müssen wir dann drüber. Aber ja, verdammt viele Flieger, weil wir da in der Einflugschneise von Schwächert sind. Aber ich muss sagen, ich bin wieder unter der Woche unterwegs und da ist zum Glück nicht wirklich viel los. Also ein paar Autos stehen unten am Parkplatz, aber nicht so schlimm. Gut, wie kommen wir da eigentlich aus der ersten Fläche raus und gehen in die nächste Freifläche. So, da geht's jetzt da im Wald rein und da haben wir also einen Achtung naturbelassener Weg. Und da unten sieht man, wo man da mal umzischen kann. Ein wenig Wildnis. Da schauen wir mal, was davon finden. Weiter geht's. Ah, da herin ist echt schön. Und wenn die Flieger nicht waren, ein richtiges Träumchen. Oh, der Baum schaut auch super aus. So verschnörkselt. Und der ist.
die waren mit Efeu überwachsen gewesen war. Tja, auf alle Fälle nicht schlecht. Ich habe jetzt einen interessanten Baum gefunden. So, jetzt geht es da noch ein Stück weiter und da vorne müsste dann das Bankel sein. Da möchte ich dann links reinschauen. So, da. Genau, da ist jetzt das Bangel. An das kann ich mich noch erinnern. Und ich war da. Schau mich da ein bisschen weiter drinnen. Und dort schaue ich jetzt auch noch mal hin. Ich habe jetzt noch ein Bäumchen gesucht zum draufsitzen. Obwohl ich meinen Hocker dabei habe, aber wenn sich so einer anbietet, lehne ich das nicht ab. So Freunde, ich habe mir alles aufgebaut. Passt alles pipifeinst. Und ich habe gesagt, ich habe heute wieder einen Leberkäse dabei. Das ist ein pikanter mit Käse, der ist scharf auch. Und so ein Stück Toastbrot dazu. Das sollte reichen. Und ein bisschen Senf habe ich noch. Ein bisschen Öl rein. Und dann das war schon rein. So, kleine Flammen. Ah, ein paar Witzel steht mir gleich für sich hin. Ich bin da ein bisschen gut, dass ich da bin, aber das macht nichts. Das kann man aber tun. Kein Problem. Soll da verwenden. Dann ein bisschen das Toastbrot rein. Und das war's dann. Wirklich nur ganz kurz links und rechts und dann ja, ich glaube das lasse ich so, passt. Ein bisschen Senf noch. Ja, und jetzt schneiden wir das halt einmal an, schauen wir mal. Mahlzeit. Ist gut. Mein Toastal. Bisschen anbrennt, aber auch gut. Ja, dann haben mich wieder mal ein paar gefragt, warum ich keine Gabel mitnehme. Ganz einfach, weil ich es nicht brauche. Ich mache alles mit meiner kleinen Titan-Grillzangen. Perfekt, ich brauche keine Gabel. Kommt wirklich gut. So, letzte Stück. War echt gut. Kann ich nichts sagen. So, werden wir auf alle Fälle ein bisschen mein Zaubertüchel mehr umdrehen.
die sind echt vollkommen. Wir können ein bisschen mehr Zeug noch waschen, wischen. Waschen ist kein Red, aber ich weiß nicht, eine Zeit lang habe ich die Tierchen nicht verwendet. Ich frage mich warum, weil die sind echt optimal. Ich habe heute wieder mal meine Bialette dabei. Ich habe jetzt wirklich schon, da bleibst du, schon so viel probiert. Aber die Bialette ist das Nonplusultra. Da habe ich noch sicherheitshalber mein X-Boil habe ich auch noch dabei. In der Waage steht auch perfekt. In der Zwischenzeit schon mal Hebel herrichten. Ja, der Seite ist schön voll, so wie er sein soll. Und eine schöne schwarze Farbe. Krankensaison, wie immer, es hat sind die ersten Gedanken bei mir gesund werden. Und alle gesunden werden sie mir nicht krank. Ich weiß, der Spruch ist vielleicht schon langweilig, so wie meine Begrüßung und Verabschiedung, aber das bin nun einmal ich. Prost, Freunde! Ja, das ist die Bialetti. Herrlich. Leider, das Wetter ist komplett bewölkt. Es hat zuerst wieder leicht angefangen zum Tröpfen. Das Wetter sagt auch nicht viel besser voraus. Ja, ich würde sagen, ich packe zusammen. Schau wieder aus, dass ich vielleicht neben der Donau komme. Vielleicht ist es dort noch ein bisschen schöner. Ja, schick gemütlich. Überhitzen tun wir gar nichts. Also, so, Platzl, da brauche ich nicht wirklich irgendwas wuseln. Ich habe alles eingepackt und jetzt gehen wir wieder retour. Ja, da vorne sind ja auch schon das Bankerl, aber so wie da, das schaut aus wie eine Wildfahrt. Wieder da wieder umgeschlagen, wieder ein bisschen heller geworden da oben. Ah ja. Egal. Ui, schön. Das ist nicht ein super Wald da. Geil. Ah, da ist der Baum wieder. Mit dem seitlichen Austrieb. Da kann ich wieder drauf hocken. Ja, da. Schaut ja gut aus, oder? Da ist auch wieder das Bäumchen und das habe ich mir auch erinnert. Der ist so schön weggewachst. Gehen wir weiter. Aber das ist das nächste Bankerl. Jetzt gibt es genug. Ja, ist super verschnörkelt und verwachsen da rein. So was gefällt mir. Na ja, da geht's tief rein. Ah, da wird's wahrscheinlich schon finster gewesen sein. Das wieder spielt echte Eskapaden. Jetzt war gerade Sonnenschein. Jetzt ist es wieder komplett finster und trüb. Naja, kann man nichts machen, ist so. Aber jetzt bin ich wirklich gleich raus. Ich sehe schon das Ende von den Bäumen. Jawohl. Der Rippelweg. So, jetzt sind wir neben der Donau. Vielleicht sehen wir was Interessantes. Da hat es ganz schön was.
angeschwemmt und einer drin. Dann schauen wir ein bisschen weiter vorne, vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. Die Wolken ist so schön. Spiegel, geil. Ja, da ist wirklich viel Wasser da. Ein bisschen an Gravel, weil mein Rennchen steht da neben mir. Und, ja. Ja, da liegt so viel Holz im Wasser. Gigantisch. Ja, jetzt geht's wieder, ja, Kabel richtig absetzen. Für mich retour. Wir sind wahrscheinlich bald beim Auto. Jetzt kommt da vorne noch das Bootsrestaurant. Und dann sind wir die Runde auch schon wieder fertig. Also, so wie es ausschaut, hat wieder durchgehalten. Ja, was ich auf alle Fälle schon gesehen habe, Holler gibt es schon wieder. Das heißt, ich muss mir wieder die parkene Holunderblüten machen. Ha, herrlich. Ich freue mich schon drauf wieder. Und wenn ich da schaue, die sind auch schon schön heraus. Ich will wieder kleine. Und die sind einfach schöner zu machen für mich. Ja, da fahren wir wieder das Bootsrestaurant. Und dann sind wir schon wieder beim Auto. Nationalpark Kaffee-Restaurant, nennt sich das. Und da vorne sitzen auch einige drauf, aber man kann sie auch von da betreten. Da muss man mit einem Boot kommen. Klatscht das Wasser zu jetzt am Boot. Jeder hat da schön durchgehalten. Ja, Freunde, ich bin wieder beim Auto retour. Das war's wieder. War ein schönes Tagerl, hat mir gefallen. Ich sage immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marl und für euch die Bauern.